Die lange Schlange am Stand des Förder- und Landschaftspflegevereins des Biosphärenreservates riss am Sonntagnachmittag nicht ab. Wie schon bei den vergangenen 11 Auflagen war die Bestimmung von Apfelsorten der nicht mehr ganz so heimliche Höhepunkt des anhaltischen Obsttages. Denn viele Gartenbesitzer haben zwar einen Apfelbaum auf dem Grundstück, welche Sorte sich hinter den schmackhaften Früchten verbirgt, ist ihnen aber oft ein Rätsel. Ungelöst blieben die Fragen dank Kennerblick und Nachschlagewerk jedoch nicht. Egal ob der Apfelkaiser Wilhelm oder Geheimrat Breuhahn hieß oder der rote Boskop den Experten Sigurd Schussig zum Schwärmen brachte. Pflaumen, das ist ein herzhafter, aber bester Kuchenapfel. Ja. Also ab Januar esse ich keinen Apfelkuchen, wenn es nicht Boskop ist. Ja. Dass es vom Boskop verschiedene Varianten gibt, war für manchen Besucher des anhaltischen Obsttages eine Überraschung. Aber auch hier hatte der Kenner eine Erklärung parat, nämlich die Zufallsentdeckung eines rheinischen Apfelbauern. Der hat plötzlich in seiner Anlage einen roten gehabt. Der hat mutiert. Das ist eine Mutation, deshalb roter Boskop. Sehr schön. Boskop, das finde ich gut. Aber dann ist das doch kein Kaiser Wilhelm, oder? Das ist ein Kaiser Wilhelm. Ja, was ist der Unterschied? Da hat das die gleichen. Ich hätte mich gedacht, dass die beiden. Aber unten sehen sie anders aus. Also wenn Sie das allein in die Hand nehmen, ist das schon was ganz anderes. Aber natürlich gab es beim 12. anhaltischen Obsttag noch mehr zu erleben als Äpfel in allen Größen und Geschmacksrichtungen. Produkte aus regionalem Anbau, von der Möhre bis zur größten Beerenfrucht der Welt, also dem Kürbis, zogen die Gäste der Auferstehungsgemeinde ebenso an wie die Ausstellung im Inneren der Kirche. Hier informierte der Naturschutzbund Deutschland mit mehreren Aufstellern über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland und im Besonderen natürlich nach Sachsen-Anhalt. Und Tipps für den heimischen Garten konnten sich die Gäste natürlich auch holen, damit das eigene Stück Natur nicht nur der Erholung dient, sondern auch der biologischen Vielfalt in unserer Region.